You can watch this stream online with an English live translation at media.ccc.de. Willkommen! Willkommen zum ersten DIVOC, dem digital verteilten Online-Chaos. Ja, willkommen und es ist Ostern. Frohe Ostern euch allen. Ja, üblicherweise veranstaltet der Chaos Computer Club über Ostern das Easter Hack. Das ist schon eine Tradition von 20 Jahren. Die hat hier in Hamburg begonnen und es sollte jetzt das 20-jährige Easter Hack Jubiläum hier in Hamburg stattfinden. Allerdings ist natürlich alles anders gelaufen, als wir uns das gewünscht haben. Und dieses Jahr gibt es kein Easter Hack. Nächstes Jahr, 2021, wird dann das Easter Hack hier in Hamburg stattfinden. Ja, wir machen jetzt eine virtuelle, online verteilte Veranstaltung. Und das ist alles ein bisschen anders, als wir das gewohnt sind von üblichen Events. Ne? Wir haben keinen Raum, wo nur eine bestimmte Anzahl an Leuten reinpasst. Dementsprechend haben wir keine Tickets, die wir vorher verkaufen und Geld, das wir einnehmen. Andererseits haben wir auch nicht so viele Ausgaben wie Miete oder ähnliches. Und das hat natürlich ein paar neue Herausforderungen mit sich gebracht und deshalb ist alles dieses Mal ein bisschen anders, als wir es bei CCC-Events gewohnt sind. Zum Beispiel Merchandise. Wir hatten ja kein Geld von den Tickets, konnten wir keine T-Shirts vorkaufen und irgendwo in den Shop tun und dann verkaufen. Darum haben wir jetzt zum Beispiel mit einer Siebdruckerin hier in Hamburg einen Deal gemacht, dass die unsere Designs in ihren Shop aufnimmt. Und auf diese Weise gibt es auch auf diesem Event Merchandise. Und ihr könnt, wenn ihr ins Wiki schaut, dort zu ihrem Shop gehen und Merchandise, das euch per Post zugeschickt wird, bestellen. Und bei dieser Möglichkeit unterstützt ihr dann außerdem noch lokales Business, das es hier gerade ein bisschen schwierig hat, weil die Kundschaft fehlt. Ja, es gibt also viele neue Herausforderungen für uns, genauso wie für euch als Teilnehmer. Und DIVOC ist natürlich ein großes Experiment, aber wir denken, das wird uns allen viel Spaß machen. Wir freuen uns aber, dass die Welt inzwischen im Internet angekommen ist. Wir haben da auf sie gewartet. Es ist ziemlich scheiße, was gerade auf der ganzen Welt passiert. Und wir müssen mithelfen, diese Pandemie abzubremsen. Deshalb sitzen wir jetzt gerade zu Hause und eben nicht zusammen in Hamburg, in dem Veranstaltungssaal, in dem wir uns eigentlich hätten treffen wollen. Es wurde das Social Distancing ausgerufen. Aber eigentlich wäre es viel besser, wenn wir uns nur physical distanzen. Also wenn wir nur physische Distanz wahren und eben uns sozial annähern und einander eben nicht alleine lassen. Es gibt auf dem Kongress den Spruch, wer nur die Talks geschaut hat, der war nicht auf der Veranstaltung. Hier auf dieser Veranstaltung, auf dem DIVOC, müssen wir auch schauen, dass wir uns möglichst viel miteinander austauschen, ins Gespräch kommen und nicht nur einfach Talks anschauen. Wir müssen Leute ansprechen, Leute kennenlernen, die wir noch nicht kennen. Take wrong turns, talk to strangers. Open unmarked doors. And if you see a group of people in a field, go find out what they are doing. Do things without always knowing how they turn out. Sprecht miteinander. Sprecht mit Leuten, die ihr noch nicht kennt und vernetzt euch, überwindet eure Schüchternheit. Wir können viel, wir als CCC. Und gerade jetzt, genau jetzt, sind genau diese Sachen gefragt. Wir haben jetzt die Chance, ganz neue Arten der Kommunikation auszuprobieren und können neue Sachen etablieren. Und dabei muss wirklich nicht alles perfekt werden. Wir lernen alle gerade neue Kulturtechniken, die Kamera abschalten wegen der Bandbreite oder die Verwendung von Push-to-Talk. Oder die Wichtigkeit von einer symmetrischen Internetverbindung. Und ganz viele Unis lernen jetzt, was es heißt, online zu unterrichten. Ja, online unterrichten, das ist zum Beispiel eines der Themen, die auch der CCC im Rahmen von Chaos macht Schule beispielsweise schon seit vielen Jahren verfolgt. An vielen Bereichen war der CCC schon immer hart dabei, daran zu arbeiten, die jetzt gerade wichtig werden.
Aber neben all diesen Dingen gibt es auch noch Dinge, die wir nicht vergessen sollten, während wir daran arbeiten, wie zum Beispiel Bürgerrechte. In letzter Zeit wird viel von den Tracing-Apps diskutiert, die dafür sorgen sollen, Leute, die Kontakt mit möglicherweise Infizierten hatten, zu informieren, dass sie sich mal besser selbst in Quarantäne begeben sollten und sich testen lassen. Nun, kann man auf verschiedenste Weise gestalten. Und der CCC hat ja zum Beispiel 10 Prüfsteine rausgegeben, an denen man prüfen kann, wie gut so eine App aus Sicht der Bürgerrechte auch umgesetzt ist. So können wir also uns auch politisch beteiligen, nicht nur, indem wir irgendwie direkt Leuten helfen, Hardware aufzusetzen oder ähnliches. Es gibt allerdings auch viele Dinge, bei denen wir dafür sorgen müssen, dass sie aus dieser Krise heraus gelernt werden und nach der Rückkehr in die Normalität auch weiter mitgenommen werden. Dass wir also zum Beispiel systemrelevant bezahlen oder das Gesundheitssystem und andere kritische Infrastruktur vielleicht nicht nach Kosteneffizienz, sondern vielleicht eher nach Kriseneffektivität bewertet werden sollte. Und natürlich auch, dass das Internet nicht nur dazu da ist, media.ccc.de passiv zu gucken, sondern auch teilzunehmen. Dass es genauso wichtig ist, Dinge ins Internet reinzuladen und zwischen den Teilnehmern zu kommunizieren, wie zu den großen Providern und Anbietern im Internet. Und natürlich gibt es noch die Probleme, die vorher existierten und die jetzt immer noch existieren und danach auch weiter existieren werden. Flüchtlinge stehen immer noch vor den Toren Europas und werden unmenschlich behandelt. Und Terrorismus von rechts entsteht immer noch in der Mitte unserer Gesellschaft. Der Klimawandel, auch wenn es jetzt weniger Verkehr gibt, ist nicht vorbei. Das alte, das neue Öl und die damit verbundenen Katastrophen, das wird alles weitergehen. Die CCC-Veranstaltungen sind schon immer ein Platz für Dystopie und für Utopie. Die Dystopie hat üblicherweise Platz in den Talks. Auf der anderen Seite die Utopie kann man oft eher in den Workshops finden, im Hackcenter, in den Gängen, in der Lounge. Diesmal gibt es das alles aber eigentlich ja nur bedingt. Diesmal können wir uns nicht einfach zufällig auf dem Flur treffen. Wir brauchen andere Wege, um unsere Utopie zu bauen oder unsere verschiedenen Utopien zu bauen. Deshalb haben wir jetzt mehrere Kanäle uns gebastelt und vernetzt, die wir verwenden können, um daraus wirklich eine Gemeinschaftsveranstaltung zu machen und eben nicht einen TV-Kanal. Das ist einerseits dennoch der TV-Kanal, das heißt media.ccc.de, wo ihr wahrscheinlich gerade diesen Stream seht. Auf der anderen Seite gibt es im Social Media den Hashtag Divok, unter dem ihr euch austauschen könnt. Dann haben wir, sehr typisch für CCC-Veranstaltungen, auch ein DECT-Netzwerk. Das ist ein eigenes Telefonnetz, mit dem wir uns mit unseren Handys und den Schnurlostelefonen, die wir zu Hause haben, vernetzen können. Jeder bekommt eine vierstellige Nummer, zum Beispiel das Infodesk. Das hat die Nummer 1111 und dort können wir anrufen und rausfinden, was für Fragen wir können wir unsere Fragen an das Infodesk stellen. Wie ihr da genau teilnehmen könnt, findet ihr im Wiki heraus. Und es gibt zum Beispiel auch das Post Office, ein beliebter Kanal auf den normalen CCC-Veranstaltungen, auf denen Postkarten durch die Veranstaltung getragen werden. Und da müssen wir für die Hardware-Postkarten uns diesmal auf die Deutsche Post verlassen. Aber es gibt ein digitales Post-Office und da kann man auch reinschauen und eine Postkarte versenden. Genauere Infos dazu kriegt ihr auch im Wiki. Eine weitere Sache, die in den, bei den Vorträgen der normalen CCC-Veranstaltungen auch wichtig ist, sind die Fragerunden nach den Vorträgen. Dadurch, dass wir nicht alle im selben Saal sitzen, können wir nicht aufspringen und schnell zum Mikrofon gehen. Dafür gibt es aber trotzdem eine Lösung. Es sind im Fahrplan, den ihr im Wiki findet, Webseiten verlinkt, in denen ihr eure Fragen während des Talks reinschreiben könnt. Und die Heralds werden diese Fragen danach den Vortragenden stellen. Und schon mehrfach erwähnt, gibt es auch noch das Wiki. Die genaue URL findet ihr in den Slides, die nachher folgen werden.
Genau, das Wiki hat auch eine Sammlung an Workshops, an self-organized Sessions. Das heißt, das sind Sessions, die nicht irgendwo eingereicht und angenommen wurden, sondern die Leute irgendwie der Meinung sind, hey, hätte ich mal Bock zu machen, ich biete es einfach mal an und in dieses Wiki selber reinschreiben. Dafür ist dieses Wiki da, dass ihr als Teilnehmer alle mit uns zusammen hier als große Gruppe dieses Wiki editieren, anpasst, um Ideen ergänzt, eure Workshops, eure Gesprächsrunden, was ihr so vorhabt, eintragt. Es gibt da auch schon ein paar interessante Sessions, zum Beispiel ein Jitsi-Server selber bauen für Videokonferenzen oder Visionen für eine Welt nach der Corona-Krise. Aber auch Leute haben schon kreativ ganz eigene Sachen geschaffen. Auf klassischen Events des CCCs gibt es oft sogenannte Assemblies, wo sich Gruppen von Menschen mit gleichem Interesse treffen, einen gemeinsamen Ort haben, wo sie ihre Dinge aufbauen können, wo sie sich wieder treffen können und sich unterhalten können. Das ist in einem online verteilten Event ein wenig anders, aber die Leute haben gesagt, hey, wir wollen das auch haben und haben angefangen, Assemblies aufzumachen. Also, wenn ihr jetzt im Wiki schaut und dort nach Assembly sucht, werdet ihr auch ein paar Assemblies finden, die Leute geschaffen haben. Und auf jedem Event gibt es ein paar Regeln, die man beachten sollte, damit alle gut miteinander klarkommen. Eine Sache müsst ihr wirklich dran denken, das ist, online eskalieren Konflikte viel schneller. Man kann sich eben nicht irgendwie nochmal schnell auf ein Bier treffen und so. Deshalb achtet darauf, dass ihr wirklich freundlich zueinander seid, dass ihr vielleicht nochmal vorher drüber nachdenkt, was ihr schreibt und eher einen Tick zu freundlich als einen Tick zu unfreundlich schreibt. Außerdem vergesst das Händewaschen nicht und haltet immer mindestens 2 Kilobyte Abstand. Wir wünschen euch ein wunderschönes DIVOC.